Leute und willkommen bei 24 Games for Christmas und im heutigen Video wird Let It Die von mir präsentiert, wo wir mit einem Bügeleisen versuchen in der Hölle zu überleben. Dann laufen wir mal los. In das Ikigara-Gebiet oder was habe ich da gerade gelesen? Auf jeden Fall in ein Gebiet in der Hölle. Genau genommen in das erste Gebiet von der Hölle. Da laufen wir jetzt hin mit unserem Bügeleisen, versuchen zu überleben. Und Let It Die gehört zu einem meiner Lieblings-Survival-Games. Wobei, ja, Survival-RPG, RPG... alles in einem. Bügeleisen, Hausfrauen, Power. Gut, wir versuchen jetzt einfach mal zu überleben. Oh, Moment. Ich werde hier mal auf der Seite die bunten Raketen auswählen. Auf der linken Seite laufen wir mit dem Hammer umher. Und, oh, was haben wir denn hier? Öffnen, bitte. Kopfpanzerung. Texas Farmer Maske. Ja, die könnten wir mal anlegen. Genau. Cool. Wie sieht das denn aus? Oh Mann. Total kurios hier. Aber Let It Die hat halt einfach einen mega schwarzen Humor. Was mir sehr, sehr gut gefällt. Und das könnten wir jetzt essen. Oder ins Inventar packen. Da packen wir das mal ins Inventar. So. Haben wir hier noch was? Ein bisschen Geld, ein paar Münzen. Okay, sehr gut. Den hier, den lassen wir jetzt einfach mal links liegen. Wir wollen ja zu den ersten Gegnern gelangen. In der Hölle. Und ah, da vorne sind bereits zwei. Hui, mal gucken, ob wir die ganz einfach besiegt bekommen. Ja. Ikigara ist ja noch das erste Gebiet in der Hölle. Also man muss immer weiter nach oben mit der Rolltreppe, bis man dann irgendwann... ja, ganz oben angelangt ist, ne? Bei der ultra absoluten Mega-Hölle. Bis wir da angelangt sind, haben wir allerdings nächstes, übernächstes Jahr Weihnachten. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Oh, Moment mal. Anvisieren. Oh, Raketenpower, wir haben ja bald Silvester und ich habe nichts getroffen, jetzt aber. Okay, Moment, wir laufen jetzt mal hopp, hopp, hopp nach oben. Siegen ihn mit dem Hammer. Das geht flotter. Ja, wunderbar. Ach, ich konnte gerade Dreieck gedrückt halten. Ach, too late. Egal. Feuerwerkwerfer. Das packen wir einfach mal weg. Genau. Haben wir ja auch im Inventar. Allerdings, Moment. Ich habe nur noch bei mir zwei Raketen im Lauf. Deswegen gehen wir mal kurz rüber. Was haben wir denn hier? Das haben wir gerade aufgesammelt. Das könnten wir dann wechseln. Moment mal. Was haben wir hier? Glühendes Eisen? Nein. Wir wechseln das hier mit. Der Hammer hat auch noch ein bisschen genug Kraft. Ja, lassen wir einfach mal so. Ui, wir haben Silvester. Ja, Let It Die hat im Prinzip kein Ende. Weil man verbringt die Tage, Wochen, Monate, teilweise Jahre, bis man mal zu irgendwas gekommen ist. Ui, 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 ui. Attacke. Moment, blocken, blocken. Wie ging nochmal blocken? Wow. Weg da! Oha! Blocken war... wow! Ich wollte doch blocken! Jetzt aber! Moment, ich muss jetzt erstmal gucken, wie nochmal blocken ging. Das war die Taste. So. Wie ging blocken, Leute? Gute Frage. Eisenhammer. Den nehmen wir mal mit oder packen wir den hier irgendwo hin? Ah, packen wir den da hin. Moment, wir können blocken, aber da haben wir die falschen Waffen in der Hand, oder? Herzpilz, essen wir mal. So war hüpfen, Moment. Ach, Kreis war blocken. Okay, alles klar. Na, komm rüber, Kollege, komm. Am Silvester, juhu! Ich werde jetzt mal weiter vorrücken. Einfach mal mit dem Hammer draufhauen.
Und keine Sorge, Leute, ich werde jetzt beim nächsten Gegner das Bügeleisen benutzen. Ah, das packen wir mal weg. Da wäre ein Weg. Oder wir gehen hier entlang. Moment, Bügeleisen ist hier. Was haben wir denn da? Angriffshose. Ja, die ziehen wir mal an, ne? Wir sind untenrum noch ein bisschen nackt gerade gewesen, aber jetzt haben wir auch wenigstens eine Hose an. Wenigstens etwas. Können wir das öffnen? Ja, bitte. Ach, da geht es weiter nach oben. Wollen wir denn überhaupt weiter nach oben? In das nächste Gebiet oder wollen wir noch hier unten langlaufen? Ich würde sagen, wir laufen noch unten ein bisschen entlang, ne? Doch, doch, doch. Machen wir. Da müssen wir hier zurück. Ich würde ganz gerne alles von diesem Gebiet hier entdecken. Also von diesem Level. Huhu, jemand zu Hause? Da ist jemand ganz, ganz wütend. Er kommt angelaufen. Wow, Bügeleisen-Power. Wow, was hat der denn drauf? Bügeleisen-Power. So, das war's dann mit dir, ne? Wenn die Hausfrauen hier angerannt kommen, ne, dann ist Feierabend. Läuft doch wunderbar hier. Und da vorne haben wir noch einen, ja, kleinen billigen Gegner. Da vorne ist noch einer, der ein bisschen High-Level ist. Moment mal. Ah, wo kommt der denn her? Der hat ja auch ein Bügeleisen. Will der mir nachmachen, sag mal. Das Bügeleisen ist nur für Hausfrauen. So, gib mir das Bügeleisen zurück. Moment, liegt das jetzt hier? Nein. Ich hab's kaputt gemacht, verdammt. Aber nur Hausfrauen dürfen Bügeleisen tragen. Nur Frauen. Mein Charakter ist eine Frau namens Naomi. Ne? Deswegen darf sie das Bügeleisen auch tragen. Aber der Typ da vorne, ne? Der hatte kein Recht, mit einem Bügeleisen rumzulaufen. Moment, ich wechsle mal kurz auf den Raketenwerfer. Bin ich irgendwie zu weit weg oder so? Ich gehe mal näher ran. Moment, Leute. Oh. Das ging ja mal einfach. Ich muss jetzt allerdings ein bisschen aufpassen, weil es ja immer sein könnte, dass so ein Gegner einfach so uns in den Rücken fällt. Na, das kann hier immer wieder passieren bei Let It Die. Und da hinten, das sind sehr viele Gegner. Ach, die prügeln sich gegenseitig. Okay, da müssen wir aufpassen, dass wir dann jetzt nicht mitten in den Trubel geraten und gucken uns erst einmal hier so um. Okay, da liegt nichts. Ja, hier ist noch ein Tor, was wir öffnen können. Hier hinter uns haben noch genug zu tun. Wir sammeln das jetzt erstmal mal auf, was hier liegt. Ein paar Münzen, sehr gut. Gut, dann bringen wir da vorne mal den kleinen billigen Gegner um. Und ich würde sagen, ich könnte jetzt abwarten, bis nur noch ein Gegner da vorne übrig ist, weil die sich ja gegenseitig bekämpfen, weil wenn ich jetzt dahin laufe, dann haben wir zwei Gegner, um die wir uns kümmern müssen. Guck einfach mal zu, ne? Ist auch eine gute Idee, oder? Einfach zugucken und abwarten, bis wir nur noch einen Gegner haben. Da ist nichts hinter. Obwohl, das ist ein bisschen langweilig, oder? Ich würde sagen, wir laufen mal zu den zwei, oder? Moment, der eine hat jetzt die Hälfte an Leben verloren. Und der andere, das ist ein Online-Player. Kommen jetzt beide zu mir? Nein. Die bringen sich immer noch gegenseitig um. Oh, 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 oh. Wieso läuft der mir denn jetzt hinterher? Das war aber nicht der Plan. Die sollen sich mal gegenseitig umbringen. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich hau jetzt einfach mal drauf hier. Woo! Okay, einer ist platt. Hui. Den kriegen wir auch noch. Wunderbar. Mein Plan hat funktioniert. Die haben sich gegenseitig so viel Leben abgezogen, dass wir, ja, einen großen Vorteil hatten. Ne? So, die Hose habe ich jetzt einfach mal ins Inventar gepackt. Wir laufen jetzt mal in Ruhe weiter. Ja, Naomi ist Level 18. Noch relativ low level, also noch relativ am Anfang. Moment, den drücken wir mal kurz platt.
Effekt Tränengas, ne, packen wir ins Inventar. Und wir haben jetzt im Moment 17 von 20 Inventarplätzen verbraucht. Das packen wir auch ins Inventar. Da vorne ist ein Aufzug, da können wir jetzt wieder zurückgehen. Oder weiter nach oben, Moment. Entweder oder. Ja, wie? Wieso geht denn die Tür wieder zu? Moment. Also, entweder geht's nach Tamata oder nach Takahara. Wir sind gerade in Ikigara. Oder zurück in den Warteraum. Ja, entweder oder, ist die gute Frage. Ich würde sagen, wir nehmen keinen Aufzug. Obwohl, doch, doch, das ist eine gute Idee. Weil ich muss immer zurück in den Warteraum. Ja. Ich würde ganz gerne ein paar Sachen ins Lager packen, denn unser Inventar ist ja so gut wie voll. Wir haben nur noch 3 freie Plätze und wenn wir jetzt weiter ins nächste Gebiet vorrücken und da mega viele Sachen aufsammeln, dann müssen wir ja irgendwas einfach liegen lassen oder zerlegen. Deswegen gucke ich jetzt einfach mal, was wir denn gerade so in Ikigara eingesammelt haben, was wir ablegen können. Zurück zum Wartezimmer. Ja, bitte. So, und Let It Die kann man übrigens komplett kostenlos runterladen. Nur mal so als Info am Rande. Kostet kein Geld. Gut, man kann hier genug Geld ausgeben für die Ingame-Währung, wenn man den will. Aber ansonsten kann man es komplett kostenlos herunterladen. So. Was piepst denn hier? Naja. Gehen wir mal zu unserem Lager. Was können wir denn so ablegen, lagern, herausnehmen? Also, Moment, wir haben 2 Hosen. Ha, die tragen wir gerade. Die hat Abwehr 14 von 30 momentan. Die hat 18 von 35. Moment, ich guck mal kurz hier bei mir nach, ob wir da irgendwas zerlegen können. Wir könnten was verkaufen. Ich würde sagen, wir gucken erstmal, was wir verkaufen können. Und danach legen wir dann was ins Lager ab. Oh, welcome back. So, verkaufen. Die Hose, Moment, 18 Abwehr. Ich würde sagen, wir verkaufen die Hose. Thanks. Wir können die andere dann immer noch tragen, ja, weil die besser ist. Pilz, Effekt, wenn gegessen. Ausdauer plus 50. Tränengas. Ist ja kaum was wert, nur 10 Münzen. Ne? Was können wir verkaufen? Was haben wir? Doppelt und dreifach. Eisenhammer, Moment. Verkauf mal einmal. Feuerwerkwerfer. 14 von 20. 14 von 20. Nehmen wir 2 von 0. Ich würde sagen, den verkaufen wir noch. Tränengas haben wir hier nochmal. Na, den Rest können wir behalten. Doch, okay, auf Wiedersehen. Come back anytime. Jetzt gehen wir mal zum Lager. So, wir lagern dann einmal Tränengas. LP behalten wir. Kratzmetall lagern wir auch. Damit können wir halt die Sachen herstellen. Oh, den hätte ich noch verkaufen können. Das machen wir jetzt noch, den auch. Sonst irgendwas lagern? Nee, nee, das macht keinen Sinn. Gut, dann verkaufen wir den einen Feuerwerk. Oh, Werfer, Moment. Wo war er denn? Hier? Thanks. Moment, den verkaufen wir auch noch. Gut, das wäre es dann erstmal gewesen. Gehen wir mal zurück. Come back anytime. Und jetzt haben wir wieder keine Hose an, ne? Wir sind komplett nackt unten rum, bis auf die Unterhose. Deswegen ziehen wir mal kurz diese Hose hier an. Gut, wir tragen bereits den Angriffsmantel. Wunderbar. Und ich guck mal kurz, was für Waffen können wir denn wohin legen? Ach, die ganze Seite ist dort noch frei. Kreissäge haben wir. Doch auf der linken Seite. Dann packen wir noch einen Hammer auf die Seite. Haben wir das irgendwo ausgerüstet? Dann kommt das hier hin. Gut, jetzt haben wir jeweils 2 Waffen auf jeder Seite. Genau, und ich müsste mal auf Toilette gehen. Wo ist denn hier eine Toilette? Also,
Für Damen, ne? Wir müssen auf die Damentoilette. So, also links rüber. Ist irgendwie alles besetzt, ne? Alle Türen sind zu. Hier könnten wir... Okay, hier ist keine Toilette. Wie sieht es denn auf der Männertoilette aus? Da müssten wir so... Nein, nein, nein. Wir gehen wieder. Es ist leider gerade keine Toilette frei für uns in der Hölle. Na gut, und wird mal sagen, dass die Zeit jetzt leider zu knapp ist, um noch in ein weiteres Gebiet zu gehen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch die heutige 24 Games for Christmas Let It Die Präsentation gefallen hat. Und wenn ihr Bock habt, hiervon Let's Play zu sehen oder einen Livestream, dann kommentiert ihr mir das einfach bitte. Und wird dann mal sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ja.